Leute, was geht? Ich grüße euch von Herzen, hoffe, es geht euch gut. Guten Tag, guten Mittag, guten Abend, guten Morgen. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Ich bin gerade auf dem Weg von Kassel nach Köln. Wir haben nämlich Probentag. Und Probentag bedeutet, dass wir einen Großteil der Szenen, die wir diese Woche im Studio drehen werden, vorbereiten mit dem Regisseur zusammen. Das heißt, wir proben die Szenen durch, besprechen die Szenen, damit dann am Drehtag die Abläufe ein bisschen optimiert sind und das alles ein bisschen besser flutscht. Und so ein Probentag ist relativ entspannt und das ist auch ganz schön, weil dann kommt man ein bisschen entspannter in die Woche rein. Das ist für einen Montag eigentlich perfekt. Ihr kennt das ja alle selber, ne? Montag ist immer scheiße, egal ob ihr zur Schule geht, ob ihr arbeiten geht oder Montag ist immer ein Scheißtag. Und so ist das eigentlich echt extrem entspannt, muss ich sagen. So, aber wenn man Glück hat, dann fällt man auch als Schauspieler nicht in die Szenen rein, die geprobt werden. Und dann hat man den Montag eben auch frei. Oder man hat eben die komplett Arschkarte, so wie ich heute. Und die sieht nämlich so aus. Ich habe heute original 10 Minuten Probe und habe keinen Text in der Szene. Und das ist ein bisschen Arschkarte auf jeden Fall. Der Vorteil ist aber an so einem Probentag, man ist früher zu Hause und man hat eben einfach noch was vom Tag. Und das ist eben sehr, 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 sehr geil. Kupsen, sag doch den Leuten auch mal Hallo vielleicht. Komm mal her. Ihr fein. Ja. Kuba, mach mal Sitz. Hey. Ohne Scheiß, ne? Seit Kuba jetzt ein Jahr alt ist, genau an dem Tag seit seinem Geburtstag, also seit Kuba jetzt ein Jahr alt geworden ist, denkt er auf einmal so, er ist jetzt erwachsen und ich muss ja nicht mehr hören, wenn der Papa irgendwas sagt. Direkt erster Tag nach seinem Geburtstag hat er so angefangen, einen auf ich kann dich nicht hören, so auf den hier zu machen. Ganz komisch, ey. Kuba, mach mal Sitz. Ich habe euch doch auch am Anfang erzählt, dass ich so Riesenprobleme hatte, eine Frisbee zu finden für Kuba, die nicht innerhalb von 3 Tagen kaputt ist oder die er so kaputt beißt, dass sie scharfkantig wird. Ne? Habe ich euch doch erzählt. Und ich habe eine Frisbee gefunden, so per Zufall. Das ist die, die bis jetzt am längsten hält. Und das ist einfach ein Werbegeschenk von einer Bohrmaschinenfirma. Und die hält, ey. Astrein. Die fliegt zwar scheiße, aber die hält. Mach hopp. Fein. Ich mal sauber machen. Wie siehst du denn aus? Der Kup ist auf jeden Fall bedient für heute. Ne? Du bist bedient für heute, ne, Kubi? Aha, kleiner Schatz. Du bekommst jetzt erstmal was zu essen, hä? Und zwar gibt's heute für den Kup eine Mischung aus Pansen, Lefzen, Schlundfleisch, Gemüse und ein paar Vitaminen. Das Ganze sieht so aus. Und das schmeckt dem Kleinen. Kuba, mach Platz. Mmh, guten Appetit. Ich bekomme von euch sehr viele Fragen zum Thema Hund. Und ich will die euch auf jeden Fall auch beantworten. Und eine Frage, die sehr oft kam und jetzt wiedergekommen ist, ist die Frage, wie ich Kuba gegen Zecken schütze. Und ich versuche das alles so auf natürlichem Weg zu machen. Also man kann natürlich auch irgendwie zum Tierarzt gehen und sagen, hey, hallo, wir brauchen so eine Zeckentablette. Du gibst sie dem Hund, dann hat es 3-4 Monate Ruhe, er bekommt keine Zecke. Das ist alles cool, das funktioniert auch super, das weiß ich aus mehreren Erfahrungsberichten, aber, hallo mein Schatz, hallo. Aber ich bin eher ein Freund, das alles auf natürlichem Weg zu regeln
Und der Kuba auch. Guck mal. Oi, der sagt gerade Danke wegen dem leckeren Essen, ne? Oi, Schatz, hallo. Auf jeden Fall bekommt der Kuba gegen Zecken Kokosfett. Also das mache ich ihm ins Essen mit rein. Und ab und zu schmier ich ihm das auch ein bisschen ins Fell. Und Zecken haben keinen Bock auf Kokosfett, weil im Kokosfett Laurinsäure drin ist. Und ich achte dann immer darauf, dass ich ein Kokosfett kaufe, was mindestens 50-60% Laurinsäuregehalt hat. Weil darauf haben die Zecken eben keinen Bock. So, was ich noch empfehlen kann, ist Schwarzkümmelöl gegen Zecken. Da ist es derselbe Effekt. Da haben die Zecken nämlich auch keinen Bock auf die ätherischen Öle, die im Schwarzkümmelöl sind. Und deswegen haben die keinen Bock mehr, an den Hund zu gehen. Und das Schwarzkümmelöl kann man entweder aufs Fell tröpfeln, hier so im Nacken oder je nachdem. Oder man macht das ins Futter oder eben ins Trinkwasser. Aber Vorsicht, weil Schwarzkümmelöl, das riecht sehr intensiv. Das riecht, wenn ihr es nicht kennt, stellt euch vor, das riecht einfach wie ein Saunaaufguss. Und da müsst ihr auch nur sehr, sehr wenig nehmen, also so höchstens 5-10 Tropfen ins Futter oder ins Wasser. Kann aber sein, dass euer Hund da keinen Bock drauf hat, weil das eben so extrem nach ätherischen Ölen riecht. Hilft aber auch. Für mich ist einfach, mein Favorite ist einfach Kokosfett und Kokosöl. Das kann ich wirklich empfehlen, das hilft auch ganz gut. Hallo Linda, hier ist der Jörg, grüß dich. Hallo. Na? Könntest du mir meine Szenen für morgen via E-Mail schicken? Ja. Weil es gab doch die Umstellung und ich habe nichts zu Hause. Ich habe das alles bei mir liegen, auf der Garderobe. Alle Szenen, die du hast, oder? Genau, das wäre super. Ja, schicke ich dir. Ich danke dir vielmals und wünsche dir einen schönen Feierabend und bis morgen. Ja, dir auch. Danke. Jo, ciao. Ja, bei uns ist jemand krank geworden auf der Arbeit. Und eigentlich hätte ich morgen frei, aber durch diesen Krankheitsfall muss ich jetzt morgen den ganzen Tag drehen. Und ich muss aber Sachen drehen erst von nächster Woche. Und darauf bin ich eben noch gar nicht vorbereitet. Und die ganzen Drehbücher und alles liegen eben nicht hier zu Hause, sondern liegen bei mir auf der Arbeit auf dem Schreibtisch. Und jetzt muss ich heute natürlich noch die ganzen Szenen lernen, hab die aber nicht da. Und weil die liebe Linda aus dem Büro so lieb ist, schickt die mir jetzt die Szenen per E-Mail. Oh. Zusammen sind wir stark. Boah. Türkischer Milchreis ist so ziemlich das Beste, was es gibt. Das ist so mit der beste Milchreis, den es gibt, ne? Ja, auf jeden Fall. Boah. Wir sitzen hier wie so ein verliebtes Pärchen, Alter. So, wir teilen uns den Milchreis nur, weil es der letzte ist. Weil wir so verliebt sind. Ja. Wir teilen uns den Milchreis nur, weil wir so verliebt sind. Außerdem sind wir hier in Köln. An manchen Tagen ist das hier wie im Urlaub. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Dass man echt den Blick dafür verliert, wie geil das eigentlich ist. Und ich muss mich selber, so doof das klingt, das kann man eigentlich gar nicht nachvollziehen, muss ich mich selber dazu erziehen, jeden Tag aus dem Fenster zu gucken und sagen, ey, wie geil ist das eigentlich? Wie geil ist das eigentlich? Weil man bei diesem ganzen Struggle, den man so um sich rum hat und diesen ganzen Alltagsscheiß, die schönen Dinge einfach irgendwann nicht mehr sehen will, weißt du? Das wird so im Kopf so wegkonditioniert. Und das ist, ja, das ist ja auch, ey, guck mal, wenn ich ganz oft sage, ey Leute, guckt mal raus, guckt mal, wie schön unsere Landschaft ist, ne? Man vergisst das einfach. Und an so Momenten wie heute, wo ich mich mit Kevin heute mal zum Essen gehen getroffen habe und wir einfach mal hier spazieren gehen, da fällt mir das dann immer noch mal mehr so wie Schuppen von den Augen, weil der Kevin eben nicht jeden Tag hier ist. Und der sitzt dann hier so original wie so ein Tourist.
Obwohl ich Kölner bin. Ne? Ja, es ist einfach extrem geil. Es ist. Manchmal muss man sich einfach nur hinsetzen und einfach mal genießen. Ich glaube, das haben wir echt verlernt. Dann sieht man nämlich die ganzen Sachen nämlich noch anders. Ja, genau so ist es. Einfach mal hinsetzen und Fresse halten. In dem Sinne, bis morgen. Ciao.